Und politische Korrektheit extrem. In der Schweiz müssen Musiker ihren Auftritt abbrechen, weil die weißen Bandmitglieder Rasterzöpfe tragen. Und jetzt in die Schweiz zu einem Fall von bizarrer politischer Korrektheit. 5 Schweizer Musiker haben ein Konzert abbrechen müssen, weil sie als Weiße Rasterlocken tragen und Reggae-Musik spielen. Der Veranstalter wirft der Band kulturelle Aneignung und damit Rassismus vor. Ein Vorfall, der klingt wie ein schlechter Witz und bei vielen Menschen heute für Kopfschütteln sorgt. Weiße, die Rastas tragen und Reggae in Schweizer Mundart spielen. Die Schweizer Band Lauwa macht das seit vielen Jahren so. Doch einen Auftritt in Bern hat der Veranstalter jetzt abgebrochen. Der Grund, einige Besucher stört es offenbar, dass die 5 weißen Musiker teilweise Rastas tragen und jamaikanische Klänge interpretieren. Der Vorfall ereignet sich bereits am 18. Juli. Sänger und Frontmann Dominik Plumetatz kann es immer noch nicht glauben. Für uns war es ziemlich schwierig. Wir wurden von den Kopf gestoßen. In unserem Fall ist es aber für uns nicht verständlich oder nicht verständlich. Es ist für uns nicht richtig, wenn man uns aufgrund unseres Aussehens und unserer Musik verurteilt. Die Veranstalter wollen sich auf Anfrage der Servus-Nachrichten nicht vor der Kamera äußern. Aber im Internet schreiben sie: Während dem Konzert kamen mehrere Menschen unabhängig voneinander auf uns zu und äußerten Unwohlsein mit der Situation. Es ging dabei um die Thematik kulturelle Aneignung. Mit kultureller Aneignung ist gemeint, dass Menschen sich einer Kultur bedienen, die nicht ihre eigene ist. Damit habe man sich im Vorfeld des Konzerts zu wenig beschäftigt, so die Veranstalter. Das Publikum hätte besser geschützt werden müssen. Kommunikationsexpertin Nina Hoppe kann das nicht nachvollziehen. Weil man kann sich kleiden, man kann sich geben, eine Frisur machen, die man für sich richtig erachtet. Das ist das Wesen unserer freien Gesellschaft. Weil ich es überhaupt nicht verstehe, wie man Kultur eingrenzen kann. Weil das Wesen von Kultur ist und die größte Stärke der Kultur ist dann, wenn sie sich mit anderen Kulturkreisen oder Konzepten vermischt. Schon im vergangenen März gab es in Deutschland einen ähnlichen Vorfall. Damals wurde die Sängerin Ronja Maltzahn von Fridays for Future wieder ausgeladen. Ebenfalls, weil sie als weiße Frau Dreadlocks trägt.